Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play C12 Final Resistance. In der letzten Folge haben wir einen Sensoren repariert und die Sensorenkamera eingebaut. Musste dann aber leider nachgucken, weil ich das letzte nicht gefunden habe. Und wage zu behaupten, dass ich gesagt habe, dass ich wieder mal davon ausgehe, dass es was total Bescheuertes sein könnte. Und ich hatte wieder mal recht. Und dieses Recht werde ich euch jetzt mal zeigen, sofern ich denn die Stelle wiederfinde, zu der wir müssen. Und zwar handelt es sich tatsächlich um diesen Raum, den ich dann jetzt halt nochmal finden muss. Diesen Raum da, wo endlos Gegner kamen. Es ist natürlich immer so ein bisschen doof, wenn man sich die Stelle raussuchen muss, weil man dann eventuell so minimal vielleicht die Folge, falsche Folge trifft und dann minimal gespoilert wurde, weshalb ich weiß, dass diese Kuhräume sich später noch öffnen. Und was wir halt tun müssen, ist uns hier ranhangeln, ja. Es ist meiner Meinung nach wieder nicht offensichtlich, einfach weil dieses Zeug ja auch erstmal eine Ewigkeit braucht, um wieder zu respawnen. Sprich, wenn man da einfach speichern geht und den falschen Moment erwischt, sieht man das vielleicht gar nicht und dann wird man darauf auch nicht wirklich drauf aufmerksam gemacht. Aber gut. Auf jeden Fall haben wir das jetzt getan und dadurch öffnet sich jetzt der Kuhraum. Das habe ich leider gesehen, weil ich halt nicht gleich... Die Sensoren sind wieder einsatzbereit und ich sehe eine neue Angriffswelle herankommen. Ein Flieger führt das Ganze an. Es kommt noch schlimmer. Unsere Abwehrgeschütze in Zone Q sind alle von Korallen überwuchert und nicht mehr funktionsfähig. Die müssen sie zuerst entfernen, bevor wir den Flieger stoppen können. Okay, ja. Spätestens jetzt wissen wir dann Bescheid, dass Zone Q... Ja, es ist auch Zone Q. Haben wir hier mehrere Qs? So viel dazu. Funktioniert es noch nicht mal hier mit Lösung oder was, dass ich das spielen kann? In Zone Q. Ja, das wird ja hier wohl nicht Zone Q sein. Ne? Außerdem habe ich ja hier schon... Oh, okay. Ich schätze mal, ich muss den jetzt besiegen. Bams, bams. Treff ich? Sieht so aus. Ach ja, da kommen natürlich auch noch Gegner von... Von der Seite ist es jetzt irgendwie lauter geworden. Gottverdammter. Ja, ja, komm. Stirb halt einfach. Stirb halt. Ich habe ja hier so ein bisschen Unterstützung, die sollte ja aber irgendwas bringen. Ich ja glücklicherweise Feuer. Ach ja, genau. Ich muss ihn schnell penetrieren. Feuer aufgemacht habe. Ach komm schon. Das ist doch lächerlich. Hier, so geht's um. Oh, es geht doch nicht. Da funktioniert da mein Auto eben wieder nicht. Der greift halt das Ding da an und gibt mir Gesundheit. Das ist fair. Das ist in Ordnung. Und dann mache ich das jetzt schätzungsweise mal so ein bisschen platt hier. Bams. Und jetzt können die Kanoniere die Sache übernehmen. Die Labors werden angegriffen. Stehen Sie kaum an. Sie sich zu der versiegelten Tür zurückfallen. Genau. Ich check das mal ganz kurz. Nein, ist alles in Ordnung. Jetzt habe ich den natürlich nur so minimal gehört. Aber schätzungsweise darf ich jetzt endlich in Zone Q. Oder er meinte halt diesen anderen Raum da, der von Aliens überwuchert ist, wurde. Wo war jetzt nochmal dieser Q-Raum? Nein, der ist immer noch zu. Okay, da muss ich wahrscheinlich in den anderen Raum. Und darf dann da gegebenenfalls endlich alle ausrotten. Ich gucke einfach nochmal nach. Das müsste ja hier, glaube ich, stehen. Okay, von jetzt an können die Kanoniere Sache übernehmen. Die Labors werden angegriffen. Stehen Sie Carter zur Seite. Lassen Sie... Moment. Das steht hier auch. Sich zu der versiegelten Tür zurückfallen, ja. Also konnte man sich das auch... so rausholen, die Informationen. Aber ja, als er gesagt hat, gehen sie zu Carter und so, da fiel mir halt diese Sequenz ein, die ich aus Versehen gesehen habe, weil ich halt erstmal die Stelle finden musste, die halt zum
meiner aktuellen Situation passt. Aber man hat es ja jetzt gut lesen können. Glücklicherweise konnte man es lesen, denn hören konnte man es ja offensichtlich nicht. Wo ist es jetzt? Ich habe den Raum einmal gefunden. Und da war er zu. Also kann ich nicht garantieren, dass ich ihn jetzt finde. War das hier nicht die Stelle, wo die unendlich riecht? Ja, tatsächlich, okay. Dann haben wir hier schon mal Ruhe. Ich glaube, das war hier auch nebenan. Ja, genau, das müsste der Raum hier gewesen sein. Die Schwärze müsste mich dorthin bringen. Ja, genau, super. Sie machen sich besser aus dem Staub, Doktor. Wir versuchen, Sie aufzuhalten. Gehen Sie schon los, gehen Sie! Verdammt nochmal, das hat doch keinen Sinn! Na los, kommt schon! Ich bin bereit zu sterben! Los jetzt, Bewegung! Die Brücke fliegt gleich in die Luft! Diese Ernsthaftigkeit! Los jetzt, Bewegung! Oh ja, ich bin bereit zu sterben! Oh, so total emotionslos irgendwie. Wir wurden überrannt, Riley. Ich musste die Evakuierung einleiten, bevor die Analyse abgeschlossen war. Es gibt keine andere Möglichkeit, Riley. Sie müssen noch einmal hinein und die Daten holen. Hier ist der Kartenschlüssel für die Zone. Ich bleibe hier und repariere die Energiequelle. Finde das interne Labor. Das müsste aber jetzt Q sein. Bitte lass mich eigentlich in den Q-Raum. Da weiß ich, dass ich das, was richtig ist, was ich hier tue. Sie sind jetzt gerade rausgekommen, aber scheiße, sie müssen jetzt nochmal rein. Oh. Hättest du mir nicht die Karte bringen? Ja, okay, du warst beschäftigt. Das ist okay. Dann gehen wir doch nochmal rein. Oder auch nicht. Ach so, das ist jetzt hier abgeschlossen. Dann war die Q-Station hier. Ich muss auf jeden Fall jetzt irgendwas mit dem Q-Raum machen. Ah, hier gibt's noch was. Schätzungsweise Alien-Gesundheit. Und, ja, geh doch da lang. Raketen. Hier auch noch was? Nein. Gut, dann soll ich wohl hier hoch. Moment, hier war ich doch auch schon, genau, da war diese Fahrstuhlaktion. Und hier habe ich aber, glaube ich, irgendwas schon betätigt, genau, da ist ja dieses Gitter, welches nützlich erscheint, aber dann doch keine Relevanz mit sich bringt. Ich glaube, hier oben war einfach irgendwas und das war es dann. Ey, habt ihr das gerade gehört? Das klang so ein bisschen wie Frontschweine. Wenn du die Schrot oder sonstiges benutzt und gegen die Berge schießt oder so. Dö-dö-dö-dö-dön. Also, ich habe gerade versucht, dieses Geräusch nachzumachen. Ah ja, hier, das sieht neu. Ah, Moment, hier waren wir doch auch schon. Vielleicht muss ich da ja jetzt hier hin. Irgendwie, nein, hallo? Er mag nicht mit mir reden, kann ich dich vielleicht töten? Nein. Er macht doch überhaupt gar keine Anstalten, irgendwie Aua zu sagen oder so. Es interessiert ihn einfach gar nicht. Er ist halt komplett in sich gekehrt. Sein Leben fliegt an ihm vorbei. Oder auf ihn zu. Je nachdem. Vielleicht hat das Leben ihn noch gerade getroffen und deswegen kann er nicht mehr reden. Von seinem eigenen Leben überwältigt. Ja, okay, ich soll jetzt irgendwo hin. Ach, Moment. Ja, okay. Hier vielleicht, dann. Hier ist auch wieder so ein Gitter. Hier war ich doch aber auch schon. Wo ist denn jetzt dieses verdammte Labor? Ich könnte schwören, das ist diese Kuhabteilung, aber der Spacken, da lässt mich ja nicht durch. Vielleicht muss ich ihn noch irgendwie anquatschen oder so. Hey. Mach mal die Tür auf. Mach doch bitte mal die... Okay. Er mag nicht. Hm. Hänge ich jetzt hier schon wieder? Hier war ich ja, genau. Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Das sieht neu aus. So minimal. Ist alles so verwinkelt hier. Nein, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich bin mir 100% sicher, dass ich zurück muss. Sie hat ja auch gesagt, sie müssen nochmal zurück. Keycard für das interne, ich habe erst Internet gelesen, für das Internetlabor. Das einzige Labor mit Internet.
Lassen Sie sich zu der versiegelten Tür zurückfallen. Nee, Moment, das habe ich ja schon getan. Gelangen Sie in den Besitz der Analysedaten und des Alien-Kommunikators und kehren Sie zur leitenden Wissenschaftlerin zurück. Wer ist denn die leitende Wissenschaftlerin? War sie das nicht? Vor allem, was ist hier mit dieser Kiste? Es sieht so aus, als ob ich die betätigen könnte. Nein, ich verstehe das schon wieder nicht. Ich verstehe das nicht. Oder geht's da vielleicht runter? Nein, auch nicht. Ist das euer Ernst? Hier vielleicht hoch? Nein. Alter. Oder gibt's jetzt seit neuestem so eine Anquatschtaste? Mach auf. Nein. Okay, ich lass ihn jetzt in Ruhe, ja? Ich werde jetzt nicht nochmal davon ausgehen, dass wirklich der richtige Weg hier ist. Aber... Will ich nochmal anreden? Ja, guck nicht so blöd! Beim nächsten Mal treffe ich! Aber Anstalten zum Stöhnen macht sie auch nicht wirklich. Ah ja, guck mal hier. Zählen können, Sir. Was hat er gesagt? Tut mir leid, ich hab's gerade nicht verstanden. Ah, okay, mein Gott. Das war bescheuert. Da ist ein Speicherpunkt. Gut, ich wollte gerade ein Safe-Set setzen. Da mache ich es auf die altmodische Art. Falls hier jemand modisch veranlagt ist, kommt jetzt die altmodische Art. Okay, das war schon wieder ziemlich bescheuert. Hätte nicht sein müssen. Da habe ich jetzt bestimmt auch wieder 5 Minuten verschwendet. Habe ich überhaupt meine Uhr gestellt? Mensch. Ja, oh Gott. Ja, super. Kann ich nicht schnell durch die Wand glitschen? Ich habe nur noch 7 Minuten, dann ist die Folge schon wieder vorbei. Hier ist ein Fahrstuhl. Ich werde mich aber erstmal hier umschauen. Da... Moment, kommt das von hinten? Nein. Und eine... Ah, ja klar, das ist ja die Stelle hier, wo diese Brücke kaputt gegangen ist. Weshalb ich nicht davon ausgehe, dass ich da lang gehen soll. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Raketen. Mittlerweile habe ich auch wieder ein paar davon. Nachdem ich ein paar eingesammelt habe, das macht Sinn. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Okay, da ging es noch rein. Schnell alles einsammeln hier, was geht. Gesundheit. Da weiß ich gerade nicht, ob ich es gebraucht habe, weil ich gerade für den Moment nicht wusste, wie viel Lebensenergie ich habe. Okay, dann gehen wir doch mal runter. Wobei, ich würde gerne versuchen, ob ich da irgendwie... Ach ja, genau. Ich kann ja nicht sterben. Ein Kampf um Leben und Tod. Ich kann da runter. Aber tue ich erstmal nicht. Ich soll ja irgendwie ins Labor, ne? Haben sie ja was davon erzählt. Okay. Die Waffe hätte ich gerne. Hallöchen, was macht ihr denn so? Könnt ihr sterben? Ja, okay, ihr könnt sterben. Nein, oh! Ich habe gesagt, dass ihr sterben könnt, nicht dass ihr sollt. Vielleicht brauche ich euch ja noch. Vielleicht kommen hier gleich voll fett die Gegner. Das ist Schwärze. Und das ist ein Tor, welches nicht aufgeht. Ich gehe erstmal hier lang. Die Musik an sich, ja, habe ich, glaube ich, noch nicht so drüber gesprochen. Ist auch ganz cool. Jedoch weiß ich nicht unbedingt, ob die wirklich immer dann spielt, wenn sie spielen soll. Ob das ein Zufall ist. Ist das eine neue Kreatur? Hatten wir die schon mal? Ich glaube, die Spinnen hatten wir schon mal. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich... muss ich die manuell anvisieren? Schätze mal. Aber es ist ziemlich umständlich. Ich lasse sie wohl, glaube ich, einfach in Ruhe. Sie lassen halt mich nicht in Ruhe. Das ist das Problem. Oh nein, da geht's wieder los. Ich muss irgendwas kombinieren. Wobei, ich habe nur das Blaue, also... Solange jetzt keine andere Farbe kommt. Aber wahrscheinlich treffe ich die unterwegs. Also die Farben. Hi Blau, wie geht's dir? Na, Grün, alles klar? Mensch, hast du letztens
gesehen, was blau und... What the fuck? Ist es normal? Ich schätze schon. Hast du letztens gesehen, was blau und gelb und rot miteinander gemacht haben? Ja, sie haben lila geboren. Gebärt. Gott verdammt. Sir, wenn Sie das Gebiet sichern können, kann ich Sie zur äußeren Tür des Labors bringen. Und passen Sie auf die Schotte auf. Mit ihnen können Sie die Korridore eine Zeit lang blockieren. In Ordnung. Andernfalls werde ich Ihnen natürlich nicht helfen. Klang etwas gelangweilt, aber ist okay, ich verzeihe dir. Es geht ja hier nur um Leben und Tod. Ich weiß, normalerweise hätte ich auch Besseres zu tun, aber lass uns das einfach schnell hinter uns bringen. Sekunde. Immerhin habe ich den Spieler auf meiner Seite. Das kann ja nicht so schwierig sein. Okay, ich dachte, hier könnte vielleicht noch irgendwas liegen, aber nein. Dem ist nicht so. Dann tun wir mal unser Bestes und probieren da durchzugehen. Der Schmerze stirbt. Ja, teilweise sind sie echt bescheuert, aber in der Masse sind sie wieder OVP. Aber ich glaube, das ist in jedem Spiel so. Ich sag ja nur Hack and Slays, ne? Da macht es ja auch eher die Zahl und nicht die. Ja, die Masse halt und nicht die Gegner an sich. Du hast doch was fallen gelassen. Oh na, oh, und dann. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Blinkt schon. Lasermunition. Wobei, das hätte ich vielleicht doch noch schaffen können, aber haben sie mich ja schön getrollt. Was ist das hier? Das kann ich doch bestimmt. Ja, okay, mach's mal wieder auf. Ah, okay. Aua. Muss ich das tun? Ich meine, sie sind ja schon durchgekommen. Also jetzt noch die Türen zumachen wäre vielleicht ein bisschen sinnlos. Es sei denn, es zieht vielleicht ein bisschen. Da kann ich es verstehen. Ich meine, stellt euch mal vor, wir retten nachher die Welt, haben aber alle irgendwie eine Erkältung oder irgendwie Angina oder so, weil es die ganze Zeit gezogen hat hier. Das ist natürlich nicht so toll. Dann kann ich hier... Okay, ich kann hier runter. War das... Ist es so in Ordnung? Ja. Dann stirbt die Menschheit vielleicht nachher an Angina oder so. Aber Moment, hier war ich doch schon. Okay, das ist doof. Das ist unnötig. Wieso tut man das? Wo doch der Fahrstuhl gleich hier nebenan ist. Hätte ich da irgendwie einen epischen Kampf haben müssen, um eventuell runterfallen zu können? Oh mein Gott. Spielzeitstreckung. Ja, hier war das, glaube ich. Speicherdiskette, okay. Brauche ich die? Hat sie was von einer Speicherdiskette gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe dieses Gespräch leider nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall ist es schätzungsweise notwendig für irgendwas. Der Knopf ist es nicht so wirklich. Die kleinen Knöpfe funktionieren, aber die großen irgendwie nicht mehr so. Oh nein, Schwärze. Ist das... Ich glaube, das ist die andere Seite, ne? Ja. Na, Kumpel? Wie geht's? Tu jetzt mal so, als wäre ich der Oberbösewicht. Ha! Ihr habt keine Chance. Gebt auf. Die menschliche Rasse ist nicht für die Zukunft gedacht. Ich bin ja nur ein halber Mensch. Das ist in Ordnung. Okay, töten wir sie mal. Ja, mit, oh, jetzt hat er es auch gecheckt. Nahkampfmäßig funktioniert es, aber halt auch nicht so dann, wenn es mehrere sind. Wenn sie dann aufeinander klucken. Was zur Hölle? Die waren doch vorher nicht da, oder? Wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Habe ich jetzt das Spiel gehackt und komme immer von hinten, oder was? Frank, hast du was gehört? Nein! Ich habe Raketen vernommen! Ach, das hast du dir reingebildet. Da klingt das Handy. Gut, die penetrieren wir noch. Da kann ich auch von hinten kommen, ganz ehrlich. Wenn sie mich schon nicht beachten. Ich check's halt nicht, dass deine Kumpels besiegt wurden. Ja, vielleicht waren sie auch gerade einfach auf Sparflamme. Batterien waren alle oder so, könnte ja auch sein. Gut. Oh! Okay. Nemesis. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play C12 Final Resistance. Wir werden uns in der nächsten Folge mal diese Kreatur anschauen.
habe irgendwie so das Gefühl, als wenn die jeden Moment durch die Scheiben springen würden. Werden wir schauen, ob wir da irgendwie hinkommen können. Schätzungsweise müssen wir einmal rumlaufen. Und dann müssen wir schätzungsweise noch irgendwas anderes tun. Die Diskette irgendwo hinbringen, klingt logisch. Und dann vielleicht wieder zurück zu Carter, mal schauen. Sie ist aber leer. Was will ich denn mit einer leeren Speicherdiskette? Vielleicht muss ich erst noch, bevor wir die Welt retten können, meine Lieblingslieder auf die CD hauen für den Endkampf. Stellt euch mal vor, wenn es so ein Feature gäbe, so am Ende eines Spiels, wobei, na, entweder das Spiel unterstützt es vollkommen oder es unterstützt es gar nicht. Und naja, was erzähle ich hier? Schauen wir mal, was wir mit dieser leeren Speicherdiskette machen, schätzungsweise irgendwas raufspeichern. Vielleicht die minder bemittelten Kommentare meiner wertgeschätzten Klassenkameraden beziehungsweise derer Bekannten, die ja total Angst vor mir haben, aber mich gleichzeitig im Internet dissen. Vielleicht ist es ja, soll ich das quasi einfach nur nachstellen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat der Bösewicht auch irgendwas Lustiges auf Facebook gepostet und wir müssen die Datei runterladen. Wir haben da so ein Backup und dann bestechen wir ihn damit und dann meint er so, oh nein, bitte gib mir die Diskette, dann lasse ich die Erde auch in Ruhe. Man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. See ya.